In dieser Folge möchte ich euch mitnehmen auf eine der schönsten Küstenstraßen Europas. Außerdem werden wir den Polarkreis auf dem Motorrad überqueren und ihr werdet dabei sein, wenn ich den ersten Fisch dieser Reise aus dem Meer ziehe. So, ich stehe jetzt hier an einer wirklich wichtigen Abzweigung auf meiner Reise in Richtung Norden. Denn genau hier geht von der E6, die E6, das könnte man auch als quasi den Highway oder die Autobahn in Richtung Norden beschreiben, geht eine kleine Straße ab, die heißt FV17. Ja, und die FV17 wiederum, die ist in meinen Augen eine der schönsten Straßen Europas. 650 Kilometer lang durch das sogenannte Helgeland. Und wer hier oben in Richtung Nordkap fährt, der sollte hier an der Kreuzung entscheiden, was er will. Will er schnell zum Nordkap, dann auf der E6 bleiben oder aber die schöne und entspannte Variante am Meer entlang. Ich persönlich würde es von der Wetterlage abhängig machen. Klar, eine Küstenstraße macht keinen Spaß, wenn es die ganze Zeit schifft. Deswegen würde ich gucken, wie entwickelt sich das die nächsten Tage. In meinem Fall jetzt soll es super werden. Die Wolkendecke soll nachher wieder aufreißen und deswegen freue ich mich jetzt auf 650 Kilometer entlang der Küste. Ah. So, die Sonne ist wieder da und auf den ersten Kilometern, sagen wir mal knapp 100, verläuft die Strecke erstmal nicht vorbei am offenen Meer, sondern führt durchs Landesinnere, vorbei an wirklich unzähligen Seen, Meeresarmen, und es macht vor allem mega viel Spaß, die zu fahren, da hier wirklich deutlich weniger los ist als auf der E6 und hier viele schöne kleine Kurven sind. Und das Ganze dann, ja, bei so einem Wetter ist natürlich der absolute Knaller, wie man hier sieht. Aber trotzdem freue ich mich jetzt darauf, wenn wir gleich an die Küste kommen und ich vielleicht dann zum ersten Mal meine Angel auspacken kann. So, ich muss noch mal umdrehen. Ich habe gerade am Straßenrand zwei Elche gesehen und das kommt nicht oft vor. Deswegen fahre ich da jetzt noch mal hin und guck mal, ob ich mir aus der Nähe angucken können. Da stehen sie auf der Wiese. Mega cool. Geil. Ah, schön. Ich habe echt gedacht, ich würde keine sehen. Super. Mega. Die ersten Elche. Juhu. So, knapp 200 Kilometer liegen hinter mir und jetzt wartet die erste Fähre auf mich. Ich sehe sie da vorne schon kommen. 2 Kilometer noch bis zur Fähre, müsste genau hinhauen. Mega. Ja, ich würde sagen, das war das perfekte Timing. Wir sind jetzt hier übrigens in Holm und das ist die erste von 6 Fähren, die man hier auf dem Küstrixweg nehmen muss. Aber es ist schon ein ganz schön fettes Ding. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Nummernschild wird fotografiert, das ist ein ganz neues Ding. How much is the ferry? The price? Yeah. Or heavy? No, the price, how much? 48. 48, okay. Kleine Spaßvögel sind sie, die Norweger. Okay, pay now? Or I have to walk all the way. Yeah, that's easier. Okay, then the others have to wait. So good. Okay, wait a second. Übrigens, auf norwegischen Fähren kann man nur mit Karte zahlen. Barzahlungen sind nicht möglich. Also, 48 Kronen sind knapp 4 Euro. Okay, success. Thank you. Moin! 18 Minuten dauert die Überfahrt nach Vennesund. Alter vor Schönheit!
So, zwei Motorradfahrer aus Bielefeld. Einer hat sich extra für die Reise die 1200er GS gekauft. Auch nicht schlecht. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele Kilometer es bis zur nächsten Fähre sind. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie günstig doch die Fähre war. Also umgerechnet, wie viel habe ich gesagt, 4 Euro oder was? Das ist ja echt fair. Nächste Fähre in 57 Kilometer. Es ist einfach ein perfekter Motorradtag. Bei bestem Wetter rolle ich so direkt weiter bis zur nächsten Fähre. 44. Thank you. Insgesamt 4 Fähren nehme ich an diesem Tag, die alle etwa gleich günstig sind. Dabei empfinde ich es als sehr angenehm und entschleunigend, immer wieder mal eine Pause zu machen und von Bord des Schiffes aus die Landschaft von der Seeseite aus zu bewundern. So geht der Tag dann auch schnell vorbei. Es ist bereits früher Abend, als ich mich auf die Suche nach einem Platz zum Wildcampen mache. So, mal gucken. Ich habe hier auf der Karte einen netten Ort. Da zweigt zumindest eine Straße oder ein kleiner Weg auf Google Maps von der Hauptfahrbahn ab. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Müsste hier jetzt sein. Die Satellitenbildfunktion von Google Maps ist bei der Suche nach Lagerplätzen echt von Vorteil und einer der Gründe, warum ich eine Smartphone-Halterung am Lenker montiert habe. Super. Ach, ist doch perfekt. Was für ein schöner Platz. Ah, das sieht doch gut aus. Mega. Oh, was freue ich mich hier drauf. Juhu. Was für ein unglaublich geiler Lagerplatz. Ich bin so happy hier. Da geht mir echt das Herz auf. Ah, hier jetzt das Zelt aufbauen und eins ist klar, heute wird die Angel ausgepackt. Endlich kommt wieder meine Angel zum Einsatz, die ich mir in Norwegen mal an einer Tankstelle gekauft habe. Einer von vielen Gründen, warum ich Norwegen so gerne bereise, ist mit Sicherheit auch das Jedermannsrecht. So ist es in Norwegen zum Beispiel möglich, ohne irgendwelche Lizenzen oder Genehmigungen vom Ufer aus Seefisch zu angeln, solange man dies für den Eigenverzehr tut. Der ist zu klein, der darf zurück. Ein respektvoller Umgang mit der Natur ist dabei natürlich Grundvoraussetzung. In den fischreichen Gewässern, vor allem im Norden des Landes, ist es so selbst für Leute mit großem Hunger möglich, jeden Tag sein Abendessen zu fangen. Jawohl, ich hab eins. Der ist geil. Ein Dorsch oder Kabeljau. Oh Mann, das ist so krass. Zwei relativ kleine Kabeljau und ich habe Fisch für 3 Pfannen voll. Das ist so geil. Das ist auch noch ausgerechnet mein Lieblingsfisch. Ein wenig Pfeffer, Salz und Zitrone. Fertig. So. So Leute, ich ziehe mich zurück. Bis morgen. Puh. Er ist mir aber satt. Mmh.
Ja, guten Morgen, Leute. Ich traue mich ja gar nicht zu sagen, dass draußen schon wieder sehr warm ist. Wie der Himmel aussieht, muss ich nicht erklären. Und ja, T-Shirt-Wetter würde ich sagen. Aber bevor ich euch erzähle, was ich heute vorhabe, würde ich sagen, gibt's jetzt erstmal Kaffee. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass ich nahe des Polarkreises meinen Kaffee am frühen Morgen in T-Shirt und Unterhose trinken würde. Polarkreis ist das Stichwort. Der liegt, wie gesagt, nur noch wenige Kilometer entfernt. Und wenn man hier auf der Küstenstraße bleiben würde, dann würde man den an Bord einer Fähre überqueren. Man sieht dann am Ufer halt auch so einen Stahlglobus, der die Landmarke markiert. Aber ich finde es halt doch schöner, auf dem Motorrad sitzend den Polarkreis zu überqueren. Da ist mir die Idee gekommen, weil mich vor allem auch vor ein paar Tagen noch eine Bekannte gefragt hat, ob ich ihren Aufkleber vom Polarkreis mitbringen könnte. Da ihrer wäre vom Koffer des Motorrades abgegangen, habe ich mir überlegt, okay, warum die Strecke nicht einfach mal abändern. Puh. Ob die wohl auch Sonnencreme am Polarkreis verkaufen? Immer schön den Müll mitnehmen, ganz wichtig. Los geht's. Let's go. Und schon hat mich die Straße wieder. Ein neuer Tag, auf geht's in Richtung Polarkreis. Juhu, Attacke! So, da wären wir. Nur noch wenige Meter bis zum Polarkreis. Arctic Circle Center. Abbiegen, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, war eine coole Entscheidung, hierher zu fahren. Und ich bin jetzt echt gespannt, was da drin abgeht. Ich bin schon mal hier gewesen, das war zu Corona, da war das Ding geschlossen. Und ja, gucken wir mal, was da drin so abgeht. Hi. So, da wären wir jetzt. Das halbe Rheinland ist übrigens hier. Ich habe ein paar Motorräder aus Mettmann, aus Leverkusen, aus dem Rhein-Sieg-Kreis gesehen. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt erstmal da rein, gucke mich ein bisschen um, mal gucken, was da für Souvenirs gibt. Ich bin mir sicher, da gibt es wahrscheinlich eh nur Käse. Aber ich bin mal gespannt, ob ich da meinen Aufkleber finde und dann freue ich mich darauf, weiter in Richtung Norden zu fahren. Ja, hier drin gibt es natürlich nur Touri-Kram. Rentiergeweihe für umgerechnet knapp 60 Euro. Rentierfelle für, oh, zwei für 200 Euro. Ja, und der übliche Touri-Scheiß. Aber nichtsdestotrotz gucke ich jetzt einfach mal, ob ich besagten Aufkleber finde. So, den gewünschten Sticker gibt es hier zwar nicht, aber ich nehme jetzt einfach mal, zack, den hier. Weh, es gibt Beschwerden. Ich habe gesehen, du bist mit deinem Dad hier oben unterwegs, oder? Nee, das ist mein Onkel. Dein Onkel? Ja, mein Onkel. Und wie lange habt ihr gebraucht von Deutschland hier hoch? Also hier hoch, wir sind erstmal zum Nordkap gefahren, haben 5 Tage gebraucht, bis wir da waren. Habt ihr eine Fähre genommen oder seid ihr komplett Straße gefahren? Wir sind komplett Straße gefahren über Dänemark und über die Brücken rüber weg. Und ja, einmalig. Allein. Wie war es insgesamt? Schweden, Finnland, sehr schön. Schweden schöner als Finnland. Finnland eher nur geradeaus. Ja. Nordkap, unglaublich. Die Landschaft ist einfach atemberaubend. Cool. Norwegen. Also war eine geile Reise. Ja, war und jetzt, jetzt seid ihr auf dem Weg nach Hause. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause, wollen die Atlantikstraße noch fahren. Schön die Brücke rüber noch. Hey, cool. Und dann. Alles klar, dann zurück. Gute Reise euch. Ja, danke schön. Du warst 79 das erste Mal da oben? Ja, aber nicht mit dem Motorrad. Okay. T1-Bus. Und? 3 Kumpels, 5 Tage hin und zurück. Okay. Und jetzt warst du zum ersten Mal mit dem Motorrad oben oder jetzt was? Jetzt war ich das erste Mal mit dem Motorrad oben. Und wie war's? Sensationell. Ja, war geil. Immer wieder. Also ich. Macht süchtig irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Ich würde also gerne nächstes Jahr nochmal hoch. Ja.
Aber wahrscheinlich mit dem Wohnmobil mit meiner Frau dann. So, weiter geht's. Und zwar überquere ich, Moment, in genau diesem Moment den Polarkreis. Yeah. Mega cool. So, jetzt freue ich mich auf mein nächstes Ziel. Wetter kann gerne so bleiben. Nahe der Hafenstadt Bude, dort wo die Küstenstraße und die E6 wieder aufeinandertreffen, liegt der Salzstrom, der stärkste Gezeitenstrom der Welt. Von einer Brücke aus kann man sich anschauen, wie im Wechsel von Ebbe und Flut fast 400 Millionen Kubikmeter Wasser im 6-Stunden-Takt durch den 2,5 Kilometer langen und etwa 150 Meter breiten Sump gepresst werden. Angelockt durch die aufgewirbelten Nährstoffe tummeln sich riesige Fischschwärme in den tosenden Wellen. Die Ufer des Salzstromes sind daher ein beliebter Angelplatz. Hier ist es keine Seltenheit, dass vom Ufer aus mit einer ganz normalen Angel Fische mit einem Gewicht von bis zu 50 Kilogramm gefangen werden. Natürlich packe auch ich hier meine Angel aus. Ja, keine Sorge, Leute, das hier soll kein Angelkanal werden. Deswegen machen wir an der Stelle auch mal Schluss. In der nächsten Folge, da nehme ich euch dann mit auf die wahrscheinlich schönste Inselgruppe der Welt. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Ansonsten nicht vergessen, Kanal abonnieren. So, ich fange mir jetzt noch schnell mein Abendessen. Das ist echt einfach hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder.